Wir sind in einer Ruine und wir zeigen, wir fangen an als zweite Ausstellung mit Ruinenbildern. Wir werden ruinöse Gedankenmodelle hier vorstellen. Wir sind eine Ruine und wir spielen damit, dass wir eine Ruine sind. Absolut programmatisch. Wir haben im Moment einen absolut provisorischen Charakter. Wir sind eine Night Art Lounge. Nach dieser Ausstellung werden wir erst einmal wieder zumachen und werden ein Finishing über die nächsten 4 Monate machen, sodass wir dann richtig eröffnen können. Wir wollten einfach ein Prälud setzen. Wir wollten nicht mit einem BZ-ähnlichen oder Gottschalk-ähnlichen Big Bang eröffnen. Wir wollen uns leise hineinbegeben in die Berliner Szene. Lautes Schreien ist nicht unsere Sprache, sondern wir wollen Akzente setzen, wir wollen gute Sachen zeigen und wir wollten Freunden und Freundesfreunden eine Möglichkeit geben, erstmal diesen Ort zu erkunden, zu erschmecken. Wir haben 3 Säulen. Die eine Säule ist natürlich Vermietung, ist völlig klar. Von irgendwas müssen wir leben. Die andere Säule ist das, was wir den Diskurs der Metropolen nennen. Berlin hat 17 Partnerstädte, wobei Paris, um die es heute geht, die Fotografen kommen aus Paris, einer ist. Wir hatten die erste Ausstellung mit Warschau, ist auch eine Partnerstadt. Wir wollen diese Partnerstädte, sei es Buenos Aires, sei es Moskau, sei es Peking, sei es Los Angeles, die wollen wir hier präsentieren. Und der dritte Schwerpunkt, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, ist eine Reihe, die wir nennen Fresh Tracks, frische Spuren. Wir haben die 5 großen Kunstplayer in dieser Stadt. Dort wächst ein Potenzial an jungen Künstlern heran, die werden dort ausgebildet, die werden federführend morgen sein. Wir wollen keine studentischen Arbeiten zeigen. Wir zeigen Absolventenarbeiten. Die werden hier ihre ersten Schritte zeigen können. Und das wird ein Showcase sondersgleichen. Hier kommen die Leute her und nicht mehr zum Intendanten vorsprechen und sagen, die waren im Kühlhaus, cool. Dann können sie was. Yeah.